Der nächste Parameter, den wir einstellen können, ist die Messauflösung. Und zwar beschreibt die Messauflösung, aus wie vielen einzelnen Datenpunkten unsere angezeigte Messkurve generiert wird. Früher bei älteren Messgeräten, also ich mache das ja jetzt schon 25 Jahre, da konnte man da im Grunde relativ viel sogar einstellen und verstellen. Da waren die Messgeräte also auch noch nicht so leistungsfähig von der Prozessorleistung und sowas. Da war also die Verarbeitung von vielen Datenpunkten ging immer einher mit einer langen Mittlungsdauer und eben mit langen Rechenprozessen. Und da war man immer daran interessiert, im Sinne einer schnellen Messung, dass man wenig Datenpunkte hatte. Das hatte natürlich dann gewisse Ungenauigkeiten zur Folge. Mittlerweile sind die Messgeräte deutlich schneller, was die Verarbeitungsgeschwindigkeit anbelangt. Und mithin kann man auch deutlich höhere Auflösungen mittlerweile bei den Geräten einstellen. Früher konnte man das sogar auf einen Meter einstellen. Da gab es also Einstellungen, zum Beispiel 3 Meter, 6 Meter, 9 Meter, 15 Meter und so weiter für den Datenpunktabstand. Mittlerweile gibt es bei den modernen Geräten eigentlich nur noch grob, mittel, fein. Und der Unterschied, der soll hier mal dargestellt sein. Also was bewirkt das? Wenn ich also einen Punktabstand, einen Datenpunktabstand einstelle von 6 Metern, zum Beispiel eine mittelgrobe Auflösung, dann sieht man, dass also die Messkurve quasi alle 6 Meter einen Datenpunkt erhält. Das ist im Grunde sowas wie die Abtastfrequenz. Wenn also der Lichtimpuls losläuft, dann wird ja ständig Licht zum OTDR zurückreflektiert und dann setzt im Grunde das Messgerät alle, in dem Fall 6 Meter, einen Datenpunkt. Ja, hier werden Daten erfasst, da werden Daten erfasst und so weiter, damit das Ganze halt entsprechend zügig abgearbeitet werden kann. Und dann kann es natürlich passieren, dass bei diesem Datenpunkt hier noch kein Ereignis festgestellt wurde. Beim nächsten Datenpunkt, der erfasst wird, wird eine entsprechende Differenz, also ein Ereignis, erkannt. Und dann weiß das OTDR aber natürlich nicht, wo zwischen diesen beiden Datenpunkten ist das Ereignis denn nun tatsächlich aufgetreten. Und deswegen wird es hier auf den letzten Datenpunkt gelegt. Und damit habe ich also auf der OTDR-Messkurve einen Ereignisort, der liegt hier. Und jetzt kann es aber sein, dass der reale Ereignisort hier oben als Spleißstelle dargestellt eben zwischen diesen beiden Datenpunkten an einer anderen Stelle liegt. Und dann erhalte ich einen Messfehler. Ja, und wenn das Ganze hier 6 Meter sind, dann sind das hier womöglich, was weiß ich, 4, 5 Meter Messfehler, den wir jetzt bei der Ereignisbestimmung, also bei der Ereignisortsbestimmung, erfasst haben. Und genauso geht es auch hier hinten. Hier haben wir also einen Datenpunkt und beim nächsten Datenpunkt wird also schon erkannt, aha, hier hat eine starke Veränderung findet da statt. In dem Fall ist das Faserende hier. Und dann wird der Ereignisort in der OTDR-Kurve auf diesen Punkt gelegt, also auf den letzten Datenpunkt zuvor, vor der Wahrnehmung der Veränderung. Und dann haben wir hier eben auch einen Messfehler, in dem Fall von vielleicht 3 Meter. Wenn man nun einen geringeren Messfehler wünscht, weil man eine höhere Auflösung bei den entsprechenden Ortsangaben möchte, dann kann man natürlich die Auflösung erhöhen. Das heißt, es werden mehr Datenpunkte gesetzt. Man kann dann im OTDR-Messgerät die Auflösung auf fein einstellen, also eine entsprechend hohe Auflösung wählen. Dann ist der Datenpunktabstand geringer. Das Gerät muss also mehr Datenpunkte verarbeiten, braucht im Grunde ein bisschen länger, um die entsprechenden Daten zu verarbeiten. Man muss womöglich auch länger mitteln, weil sich ein stärkeres Rauschen auf der Messkurve ergibt. Aber man erkauft sich damit eben eine entsprechende höhere Genauigkeit in der Ortsauflösung. Hier sieht man also jetzt, dass die aktuelle Spleißstelle in dem Fall sogar genau auf dem entsprechenden Punkt auf der Messkurve liegt, wo das Ereignis wahrgenommen wird. Und hier beim Ende ist es in dem Fall auch der Fall. Man kann also hier sagen, hier wäre also mein maximaler Messfehler, der noch entstehen kann, um die 2 Meter groß, wohingegen er im vorherigen Beispiel um die 6 Meter groß war. Auch da kann man sich merken, bei einer Abnahmemessung reicht in der Regel eine grobe oder mittlere Auflösung im OTDR-Messgerät. Wenn man eine Fehlersuche betreibt, dann sollte man tatsächlich eher eine feine Auflösung einstellen, damit man bei der Fehlersuche eben den grundsätzlichen Messfehler soweit es geht, reduziert. Und ein Anteil des Messfehlers entsteht eben auch durch diesen Datenpunktabstand. Und wenn man den schon mal so klein wie möglich hat, dann ist die Aussage eben schon mal genauer bei der Fehlersuche.